Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Winternageldesign. Diesmal gibt es einen Schneemann und zwar auf dem Ringfinger und die anderen Finger werden einfach wieder eine ganz einfache Schneelandschaft. Dazu braucht ihr zunächst Weiß und ein großes Dotting-Tool für die Schneemannkugeln und dann kann es auch schon losgehen. Und dann malen wir hier unten erstmal eine dicke Kugel hin. Und da drauf eine etwas kleinere Kugel. Und wenn der Schneemann halbwegs trocken ist, geht es weiter mit dem Hut, den er aufhat, und den Augen. Dazu brauchen wir Schwarz und einen Pinsel. Oder ein kleines Dotting-Tool geht auch. Hier unten an dem Schneemann habe ich schon ein bisschen Schnee gemalt. Das ist einfach nur eine schmale weiße Linie, auch mit dem Dotting-Tool, weil der Schneemann im Schnee sitzt. So, den Hut, den setzen wir hier oben auf. Einfach nur eine gerade Linie malen, halbwegs gerade und in der Mitte so einen Kasten draufsetzen. Schon hat der Schneemann einen Hut auf. Jetzt kommen noch die Äuglein rein. Und der Mund, der besteht ja auch aus Punkten, also aus Steinen. Und schon ist das halbe Gesicht fertig. Und für die Nase nehmen wir Orange und malen dem Schneemann die Karotte noch ins Gesicht rein. Und schon ist der Schneemann fertig. Und gegen die Kälte bekommt der Schneemann noch einen dunkelblauen Schal. Und schon kann der Winter kommen. Und auf die anderen Finger kommt einfach nur ein ganz leichter Glitzerlack. Das schimmert dann je nach Lichteinfall und sieht dann so ein bisschen aus, als wäre hier vielleicht Schnee, der so glitzert. Und schon sind wir fertig mit unserem Winterdesign. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm doch ein Däumchen nach oben oder abonniert meinen Kanal, damit ihr keines meiner weiteren Videos verpasst. Ich würde mich echt drüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal.